Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich bei unserem Gasthaus über dem Grizzlytal. Und ihr seht schon im Hintergrund, wie ich hier so ein bisschen Details und Deko-Elemente mache, nämlich erstmal so ein paar Fenster platziere an die Fassade direkt. Habe jetzt da vorne und oben noch so ein bisschen was geändert auch, das Ganze so ein bisschen realistischer abgestützt. Und jetzt platziere ich auch nochmal eine schöne Eingangstür. Ein kleines Problem, was diese Tür natürlich mit sich bringt, ist, dass die Leute die Tür nicht wirklich öffnen, wenn sie da durch wollen, sondern sie laufen einfach sozusagen durch die Textur hindurch. Ich weiß gar nicht, ob es bei Planet Zoo irgendwie möglich ist, dass man wirklich eine funktionierende Tür einbaut, dass die Gäste halt die Tür auch wirklich öffnen, wenn sie da durch wollen. Falls das irgendwie machbar ist, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert, weil das werde ich dann auf jeden Fall ausprobieren, wenn Planet Zoo dann rauskommt. Aber jetzt steht natürlich erstmal so ein bisschen Deko- und Gestaltungskrams an. Ich werde das Ganze nochmal so ein bisschen verzieren, das Haus, und ein bisschen realistischer gestalten, gerade was die Abstützung und sowas angeht von den ganzen Kram her. Ihr seht schon, ich habe hier vorne jetzt einmal so eine Säule rüber kopiert und habe mir dann gedacht, dass hier unten ja auch nochmal so ein kleiner Zaun hin könnte. Und deswegen habe ich einfach den Zaun kopiert, nochmal so ein bisschen in der Wand versenkt und sozusagen dann nochmal so eine kleine Leiste bzw. eine kleine Randabgrenzung geschaffen. Klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Genau, und an jede Ecke habe ich mir halt vorgenommen, so eine kleine Säule zu packen, weil das dem Haus einfach so ein bisschen Tiefe meiner Meinung nach gibt. Dadurch kriegt es halt so ein bisschen mehr Kanten und Ecken und ist nicht einfach nur so ein gerader Kasten. Und ich finde sowas bei Häusern eigentlich immer sehr, sehr wichtig, damit sie gut aussehen später. Hier vorne in der freien Ecke, wo noch nichts ist, habe ich mir überlegt, so ein kleines Blumenbeet zu machen, weil ich finde, mit Blumen kann man nie was verkehrt machen. Blumen sehen immer schön aus, sind ein wunderschönes Deko-Element. Man kann sie in allen Farben platzieren, wie man es gerade gern hätte. Und zu so einem Gasthaus, wo die Leute dann auch hingehen sollen, um die Tiere zu beobachten, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall eine schöne Sache, weil wirkt natürlich sehr freundlich und einladend für die Gäste und lockt sie dann auch sicherlich eher in dieses Haus, zumindest in meiner Vorstellung. Die Gäste hier von Planet Zoo wird es wahrscheinlich nicht beeinflussen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und damit ist unser Blumenbeet auch schon fertig. Ich finde, das ist sehr gut geworden und ist ein nettes und leicht zu bauendes Deko-Element. Also Blumen sind immer super und Bäume natürlich auch und sowas, wenn man die vernünftig platziert. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr es einfach haben wollt und schön. Also dann nehmt auf jeden Fall irgendwelche Pflanzen. Damit kann man eigentlich immer nicht viel verkehrt machen. Und jetzt seht ihr auf der Rückseite hier, stütze ich das Ganze natürlich auch nochmal so ein bisschen realistischer ab. Hab mir jetzt auch gedacht, dass ich auf der Seite auch nochmal Stützen mache, damit das Ganze ein bisschen realistischer wirkt. Je mehr Stützen, desto besser, habe ich mir so ein bisschen gedacht. Aber wahrscheinlich ist das hier mit der Abstützung sowieso alles komplett unrealistisch und macht keinen Sinn, weil ich bin halt kein Architekt. Ich habe keine Ahnung davon oder sowas. Ich habe mir auch vorher kein Bild aus dem Internet zu diesem Haus geholt und deswegen habe ich das alles so ein bisschen frei Schnauze gemacht. Und im Endeffekt ging es mir auch nur darum, dass das Haus einigermaßen gut aussieht, weil ich wollte jetzt auch nicht ewig viel Zeit investieren, weil ihr wisst ja, die Beta war halt zeitlich sehr begrenzt. Und ich wollte noch einige andere Gehege bauen und Sachen aufnehmen für euch. Deshalb hatte ich natürlich auch mal so ein bisschen den Zeitdruck im Hinterkopf und habe mich deswegen nicht so kreativ ausgelebt, wie ich es gerne getan hätte und nicht so viel Zeit investiert, wie ich es gerne getan hätte. Aber ich habe halt immer so, ja, so ein gutes Verhältnis, denke ich, gefunden zwischen schön bauen und Zeit investieren. Hier an der Stelle war das Ganze tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich halt schon das Dach platziert hatte und dann mit der Kamera nicht ganz so gut an die Stelle ran konnte, um die Wände zu platzieren. Man kann in den Einstellungen auch irgendwie Expertenkameras einstellen und andere Kamerafunktionen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man so unter Tage, sage ich mal, arbeitet, also in Höhlen oder in Gebäuden oder so. Dann ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man die Kamera so ein bisschen
ändert. Oder halt natürlich die Wände erst bauen und dann das Dach drauf. Das wäre natürlich die smarteste Lösung, denke ich. Aber im Endeffekt habe ich das Ganze natürlich trotzdem hinbekommen. Habe dann nochmal den Zaun oder diese Holzleiste da unten einmal komplett um das Haus herumgezogen, damit wir natürlich unserem Stil von dem Haus treu bleiben. Dann habe ich mich letztendlich, wie in der letzten Folge schon erwähnt, dazu entschlossen, diesen Turm, den ich da eigentlich geplant hatte, zu entfernen. Ich wusste erstmal nicht genau, wie ich den Turm gerne hätte und irgendwie war der Turm mir auch so ein bisschen zu groß und zu mächtig und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, diesen Turm zu entfernen und mir das Ganze so ein bisschen einfacher zu machen, weil ich habe jetzt auch schon echt viel Zeit investiert in diesen Bau von dem Haus und wollte jetzt nicht noch mehr Zeit investieren. Deswegen dachte ich mir, ich komme jetzt so schnell wie möglich zu einem Abschluss und erspare mir das Ganze jetzt einfach. Als nächstes habe ich mich endlich an die Terrasse oder diesen Balkon für die Gäste gemacht, von dem sie dann später essen sollen und auf die Bären herunterschauen können. Dafür habe ich mir so einen Holzboden geschnappt und habe den einfach so ganz leicht über den Weg, der schon vorgefertigt da war, gelegt. Dann sieht es später so aus, als wenn die Gäste nicht über diesen Weg laufen, sondern über den Holzboden. Danach habe ich natürlich noch in das Haus hier zwei Läden gemacht, nämlich einen Essensladen und einen Getränkeladen. Habe das Ganze so platziert, dass man den Weg im Endeffekt nicht mehr sieht, dass er von dem Holz verdeckt ist. Das war jetzt in dem Fall nicht ganz perfekt, weil es so ein ganz bisschen runter da ging und der Laden dann so ein bisschen abgesenkt war und die Leute dann sozusagen so ein bisschen mit den Füßen in den Boden gelaufen sind. Aber das war mir im Endeffekt egal. Ich wollte jetzt nicht noch mehr Zeit investieren, um das Ganze zu perfektionieren. Sollte halt nur seinen Zweck erfüllen mit den Läden. Und ich meine, da hinten guckt man sowieso nicht so weit rein, weil da ist ja das Dach so ein bisschen rüber. Und ich denke mal, das sieht man dann nur von der Ferne und sowas. Und deswegen war mir das Ganze nicht ganz so wichtig. Dann habe ich ein Geländer hier gebaut. Das Ganze wieder mit diesen vorgefertigten Geländer, die ich ja schon die ganze Zeit bei dem Haus verwendet habe. Ist natürlich, wenn man jetzt so um eine Kurve, sage ich mal, baut, sehr, sehr schwierig, weil diese Geländer einfach sehr lang sind und man kann sie halt nicht variieren. Deswegen ist das Geländer so ein bisschen eckig geworden, aber das hat mir im Endeffekt dann auch ausgereicht. Also ich fand es optisch ganz in Ordnung und habe es dann so gelassen. Ich hätte jetzt natürlich auch nochmal so ein eigenes Geländer bauen können. Dann kann man das Ganze natürlich viel genauer und schöner bauen, weil man einfach die Länge dann viel besser variieren kann. Aber ich dachte mir so, ja komm, das passt schon einigermaßen. Habe es natürlich dann noch so schön gemacht, wie es mir möglich war mit diesem vorgefertigten Geländer. Und ich denke mal, das hat dann seinen Zweck auch komplett erfüllt. Als nächstes habe ich den Balkon hier auch noch so ein bisschen abgestützt, damit das Ganze nicht so aussieht, als wenn das schwebt in der Luft und damit das Ganze so ein bisschen realistischer und sicherer aussieht. Habe dafür mir einfach nochmal vier so Holzbalken kopiert und einigermaßen gleichmäßig da platziert. Habe dann mal so andere Feinheiten gemacht, mal so einen Zaun da unten und dann habe ich nochmal Stützen nach oben gemacht, damit natürlich auch nochmal das Dach hier abgestützt wird. Danach habe ich dann noch einige Sitzmöglichkeiten und Bänke und Tische für die Gäste platziert, damit sie auch in Ruhe ihre Getränke und ihre Speisen verspeisen können und dabei die Bären beobachten können. Dann habe ich mich nochmal dem Dach zugewandt und habe da nochmal so ein paar Kleinigkeiten verbessert und nochmal verschönert. Habe hier erstmal in dieser Lücke, die da oben war, nochmal so ein kleines, da gab es so ein Zwischenstück, was da genau perfekt reinpasste. Das habe ich nochmal so an die ein oder andere Stelle gemacht, damit das nochmal alles so ein bisschen schöner und realistischer aussieht. Habe dann nochmal so ein paar andere Kleinigkeiten und Feinheiten verbessert. Habe dann auch nochmal geschaut, ob ich vielleicht so noch ein paar Deko-Elemente oder Sachen fürs Dach finde, damit das Dach nicht ganz so langweilig ist. Habe damit mal so ein bisschen durchgeklickt, paar Sachen ausprobiert, habe jetzt aber nichts gefunden, was mich jetzt direkt angesprochen hat. Deswegen habe ich mich dazu entschieden,
das Dach erstmal so zu lassen und damit war dann unser Haus auch fertig. Als nächstes ging es dann natürlich um die Gestaltung von dem ganzen Drumherum, also den Garten und den Berg und so weiter und so fort. Da wollte ich jetzt auch nicht mehr so mega viel Zeit investieren, aber ich habe mir natürlich trotzdem noch so ein bisschen Mühe gegeben, habe dann erstmal bei dieser Wegfläche oder diesem Platz nochmal so einen kleinen abgesteckten Bereich mit so kleinen Felsen und Steinen gemacht und dort kommen dann logischerweise gleich noch ein paar Pflänzchen rein. Dafür habe ich das Ganze wieder danach gefiltert, was die Bären so mögen, damit es natürlich auch passend zu dem Talgehege dann ist hier oben. Habe dann einen so einen herbstlichen Tannenbaum dahin platziert, so ein paar Büsche unten drunter und dann ging es schon los mit der Gestaltung um das Gehege herum. Und damit war unser Grizzly-Talgehege fertig.